Habe ich denn keine Steine mehr? Doch, da habe ich noch Steine. Keine Steine. Ja, toll. Gut, dann kann ich ja jetzt erstmal Eisen farmen gehen. Ja, Hadi, möchtest du nicht erst Wolle für mich besorgen? Das wäre voll nett von Nein, dir. Nein, ich muss Eisen farmen. Hadi, das kannst du gleich auch noch machen. Aua. Oh, das wird so hammer. Wofür brauchst du eigentlich Wolle, Sepp? Für meinen Turm. Für den Leuchtturm. Ihr habt erzählt, ihr habt jetzt auch einen Hafen, oder wie war das? Ja. Ja, ja. So mit Sprungbrett und so. Partyhafen. Ich kann jetzt die große Hafenrundfahrt machen. Muss ich mir nachher mal angucken. Ja, da stehen sogar Bötchen rum. Anleger, hier die ganzen Touris. Ist voll geil, Junge. Voll geil, Junge. Tja. Okay. Was hat denn hier überhaupt noch? Oh, okay. Ja, Sepp, 12 Eisen reichen jetzt, glaube ich, nicht so ganz für eine Bahnstrecke, muss ich sagen. Ja, Hadi, das könnte ein bisschen eng werden. Boah, auf was für einer Höhe war nochmal Eisen? Ach, das ist eigentlich ziemlich easy. Ziemlich egal. Ja. Hadi, ich weiß aber, auf welcher Höhe Baumwolle wächst. Welche denn? Peter im Garten. Was? Peter im Garten wächst ganz mega Brüller, leck mich am Arsch, hab ich gut gehört. Bin fast zum Stuhl gefallen, Sepp. Das sollte kein Brüller werden. Das sollte eigentlich eine Aufforderung werden, dass Hadi zu euch rennt. Ohne Spaß, Sepp, ey. Ich hab mich verpisst vor Lachen. Das wollte ich aber nicht. Da tut mir leid, Dennis. Der arme Braben, ja. Jetzt riecht der Dennis wieder. Du hast doch schon eine Art Erwachsenenwindel angezogen, ey. Ja, was noch so ein Raushaus? Sepp, hast du Eisen genommen? Ja, 6 Stück. Ach so, jetzt ist davon nämlich auch nichts mehr da. Wunderbar. Dennis, jetzt kannst du Tim rufen, der kann dich sauber waschen. Ja, echt mal. Grüße, Tim. By the way. Ich habe hier so ein Mini-Zombie drin, ist ja fit. Aber weißt du, was wir auch brauchen, Bram? Boah, wir brauchen so ein. Wie heißt denn der nochmal? So ein Amboss. Boss, genau. Ja, das ist sehr eisenlastig. Ich hab bei mir noch eins stehen. Ja, sag mal, hast du den schon mal benutzt erfolgreich? Ich glaube noch nicht, er hatte immer zu wenig Level, Alter, oder? Ich war eine Zeit lang Level 45 und konnte es nicht benutzen. Ja. Was sich das mega angesackt hat. Der Amboss ist aber in der Tat ganz schön eisenlastig, das ist ja der Hammer. Mhm. Holy Phosphat. Fuck. Holy, das kannst du besser Hardy geben für die Schienen. Ja, aber was wir machen könnten, ist mal langsam den Keller ausbauen, oder? Aua! Definitiv. Aua, wo kommst du denn aber her? Ich muss trotzdem vorher einen Amboss haben. Ich glaube, dafür haben wir genug Eisen. Wollen wir dann quasi Leiterverbindung einfach in den Keller machen? Ich glaube, das geht nicht so einfach wegen dem Wasser, ehrlich gesagt. Geht eigentlich schon, oder? Ich meine, das ist alles mit Glas, alles mit Glas umwickelt, dann kann man ja hier. Gesundheit, Adi! Gesundheit. Dann darfst du nur nicht mehr ins Wasser fallen. Das wäre dann. Alter. Wieso laufen denn hier schon wieder die Schiffe rum? Ja, es ist schon wieder soweit. Es ist schon wieder passiert. Wie ist das denn jetzt passiert? Mhm. Ja. Wahrscheinlich diesmal Jay oder so, um das dann irgendwie zu rechnen. Nein. Alter, Creeper, wo kommst du denn her? Uncool. Bin mal eben pissen. Nein, war ich nicht. Das ist voll komisch, was immer, wenn man gerade einer wischt, ja? In dem Moment lockt sich danach einer aus. Ja, das ist ein Teleport-Cheat. Alter! In der Falle geht gerade voll ab, die bashen sich gegenseitig, ist voll die Arena. Oh mein Gott, jetzt alles explodiert und alles sind tot. Ungefähr viel Erfahrung für mich. Der Creeper hat gesagt, nee Leute, Feierabend, ey. Party over. Geil. Tischtier hat sie rausgeworfen. Ich brauch noch, ey, ohne Spaß, ich brauch mal wieder Diamanten. Ich muss Diamanten suchen gehen. Ich hab immer noch keine Diamantrüstung. Aber ich das mittlerweile voll nicht mehr für Schlagzeilen, wenn bei Peter und Dennis die Tore offen sind. Irgendwie interessiert das gar keinen. Das ist schon wieder passiert, wird irgendwie voll nicht mehr zur Kenntnis genommen. Ja, bist du enttäuscht, oder was? Ja, ist jetzt nicht so mega toll, aber Hadi, bitte mehr Resonanz. Einfach besser finden. Also mal, Sepp, bist du sicher, dass du die Dinger wieder zugemacht hast, als du unsere Schafe geschert hast? Ich bin da gar nicht reingegangen, weil ich gar keine Schere bei hatte. Weißt du? Macht irgendwie voll Sinn, ne? Man merkt, mir ist genau, noch alles Peters Kopf gerade voll am Rattern ist. Ja, ohne Scheiß, what the fuck?
Vielleicht ist das ja echt ein Bug. Ja. Ja, auf jeden Fall. Schafe, die die Türen öffnen. Was ist denn passiert? Sind die Schafe wieder offen? Ja, mittlerweile das Gefühl, dass das alle gegenseitig bei sich machen. Mindestens. Ja, genau, Peter macht selber. Peter, nee, Peter will Dennis rollen. Peter hat es bei mir gemacht, Hardy oder Sepp bei denen, bei Bullshit. Dennis hat das ja bei Hardy gemacht. Das ist alles, alle machen das gegenseitig. Ja, aber Dennis hat es ja mal einfach so gemacht, so, weißt du, so. Ja, jetzt wein doch noch, jetzt ich, das ist ja echt voll geil, jetzt werde ich auch schon beschuldigt. Christian, du bleibst auch nicht verschont, oder das geht ja nicht hier. Ja, wieso bist du denn aus dem Verdacht ausgenommen? Nur weil du nie was machst, heißt das doch nicht, dass du nicht auch mal was machst. Oh, ja. Das hätte ja schon wieder ein Spruch von mir sein können, ne? Echt, aber weißt du, wenn du reingehst, bist du drin, wa? Ja, genau. So, ja, das ist natürlich doof. Alter, das sieht schon cool aus hier. Boah, der wird ein richtig cooler Leuchtturm hier. Den bräuchten wir auch Wolle. Da sind so viele mega viele Truhen, weil ich bin mega verwirrt. Wenn du gerade so ein paar Sachen einsammelst, nur um nach unten zu bauen. Oh oh. Scheiße. Ich dachte jetzt hier quer bauen, dann kommen wir auch nicht mehr hoch. Derbt. Ach, ich wusste, die ganze Scheiße sammelt sich da in dem einen Wasserfeld, was unendlich ist oder beziehungsweise nicht fließt. Ich wusste es. Ich wusste es. Junge. Scheiße! Wie mach ich das denn jetzt hier? Sandstone? Sprechen zu Sandstone? Oh, Lex. Oh, oh, die bashen sich wieder gegenseitig. Nein, 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 nicht explodieren. Kann ich irgendwie Alter. Sandstone wieder zu Sand machen? Nee, ich meine nicht, oder? Okay. Ach, Piet, du hast ja gesagt, du hast auch eine PS Vita, ne? Jo. Kann ich dir übrigens, habe ich vorhin Christian auch schon vorgeschlagen, kann dir Dragon's Crown nur ans Herz legen, wenn du mal Dragon's Game Crown. Hast. Ja, ist von Atlus. Oh, das ist schon mal gut. Du erzählt, ja, stimmt. Ja, Atlus ja. Ist schon mal gut. Und ich habe mir das ja angeguckt, das ist in Deutschland leider noch nicht entschieden. Das wird aber wahrscheinlich jetzt noch gegen Ende des Jahres kommen, weil ich habe es mir aus den USA importieren lassen. Richtig, richtig, richtig geil. Ist halt so ein Side-Scroller Kampfdingen, weißt du, so wie, boah, gab doch früher auf dem Super Nintendo immer so Kampfdinger, wo meinst du so was wie Dragon, Double Dragon oder sowas. Ja, oder sowas wie, wie hieß das noch? Mir verfallen diese alten Spiele nicht ein, weil ich die früher nie gezockt habe. Weißt du, so, wo du so von links nach rechts laufen musst, dann kommen immer so Gegner, die du weghauen musst. Ja, so wie Turtles zum Beispiel. Ja, so ist das. Also wie Double Dragon quasi. Nur halt in 2D und die Animation, das ist alles handgemalt, das sieht richtig, richtig fett aus. Halt so mit RPG-Elementen, mit Waffen und 6 verschiedenen Klassen, die du zocken kannst, kann einiges, muss ich sagen. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Gibt's auch für die PlayStation 3, aber ich fand's irgendwie auf dem Handheld jetzt irgendwie gemütlicher so zum Zocken. Oh, nächste Session vorbei. What? Nein, ich bin ja hier voll dran und so. Ich kann doch jetzt nicht aufhören. Mama. Mama. Wer ist denn danach? Peter, ne? Jo. Peter, die geile Nougat-Schnidee. Peter. Haben wir denn noch eine Aufnahmesession? Ja, ne? Ja! Einen haben wir noch. Einen können wir noch. Also irgendwann mal. Sag mir Bescheid, Sept, ich bin bereit. Ja, ich muss sie jetzt noch eben fertig machen. Ich bin bereit. So. Bin bereit. Dann haben wir das hier Zeit. Oben und. Ram. Ja, bitte. Könntest du mir einen Gefallen tun und mit Zaun. Wie heißen die denn nochmal? Zauntüren vorbeizukommen. Wo bist du denn gerade? Bei uns zu Hause. Da geht nämlich schon wieder die Party ab. Ja klar. Bin ich hundertprozentig sicher, ob der nicht noch da ist. Der Zaunmensch. Ein Zaunmensch. Ob der noch da ist? Magic Mike. Wer auch immer das war. Der Zaunmensch soll noch bei euch sein. Spinne! Möchte wer mehr Input bitte haben, Peter? Erzähl doch mal. So, Leute. Ich Peter sag mal, tschö und Peter zeigt euch. Spannend, ey, voll der Peter zeigt euch gleich den Zaunmensch.
Leute, haut rein. Ja, aber Peter beschuldigt ja niemanden zu Unrecht. Ja, doch, das macht er ja. Doch, das macht er ja gleich noch bestimmt. Also haut rein, viel Spaß bei Peter und ich sterbe noch eine Runde. Ah!